hab WLAN, ist für immer unser Freund. Was ist denn hier passiert? Das ist ja ein Leichenschauhaus. Das machen wir gleich mal zu. Versteckt er sich hier? Oh! Oh, Glück gehabt. Ich hab ihn. Ich hab das Versteckenspielen gewonnen. Kommt. Ich setze mich mal ein bisschen. Oha! Badu, bidu, bidu. Bidu, bidu, bidu. Bidu, bidu, bidu. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft TTT auf dem meinsucht.net Server. Vielleicht sollte ich das eigentlich nicht jedes Mal zur Anmoderation nehmen, weil wenn sich das Leute dann in ein, zwei Jahren angucken und denken neu, dann ist es ja gar nicht neu. Oh nein, wir haben wieder den farbenblinden Akro-Typen in der Runde. Rennt, rennt, rette sich wer kann. Der hat sich in Tester gerettet. Ich rette alle Tester oder tot. Oha. Ja, der ist ein bisschen aggro. Ja, guck mal hier. Ich drück auch. Hä? Junge, was ist denn mit dem? Und der, ja. Und niemand macht was. Ja, komm, bring ihn einfach um. Bring ihn einfach um. Dankeschön. Das haben sie sich echt heute verdient. Der, was stört. Also, na gut, ich reg mich eigentlich nicht mehr auf den. Ja. Das ist er aber echt. Der ist ein bisschen eingeschränkt. Aber das darf man ihm auch nicht übel nehmen. Ich bin so ein guter Detective, aber keine hört auf mich. Weil du kein guter Tech bist. Du bist schlecht. Jo, wie er einfach gemobbt wird. Aber Leute, ich distanziere mich vom Mobbing. Lüge! Ja, ich weiß. Kitz der Teddybär einfach, obwohl er safe ist. Genau, er hat's verstanden. Aber man darf ihn das auch nicht übel nehmen. Vielleicht ist er noch nicht so weit. Vielleicht sitzt da auch einfach nur ein 5-4-jähriges Kind, was überhaupt nicht weiß, was es macht. Wir müssen ja, wie bei der Polizei, alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das sind... Ey, ohne Witz, was ist denn heute los? Die klauen mir heute einfach alles. Ist mir heute schon zweimal passiert. Von zweimal. Nein, 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 nein. 187. Oh, das ist richtig auffällig. Haben die uns beobachtet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Okay, wir sind mit Ice Teddy zusammen. Haben wir hier noch irgendwo Chests? So, was macht der? Mist, bin gestorben. Los, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Och nee. Och nee, och nee. Also, bitte, bisschen mehr Faustkampf. Du musst mich jetzt auseinandernehmen. Ja, für die Runde, in der du das eingelöst hast. Ist mein Trader... Ach so. Ich glaube, der hat wirklich das Spiel noch nicht gecheckt. Wenn der schon so dumm fragt. Der hat, glaube ich, wirklich das Spiel nicht gecheckt. Wer verkloppt denn dich darum schon wieder? Okay, hab WLAN ist für diese Runde mal wieder unser Freund. Nils. Nils Holgersson, drück den Knopf. Nils. Hallo, Nils. Ja, wow. Das war ein richtig guter Trade. Ich hätte es nicht besser machen können. Optimal. Also, wie inkompetent kann man eigentlich sein? Du bist Trader und rennst die ganze Zeit vor dem Knopf, um ihn nicht zu drücken. Also...
Haha, ich hab ihn, ihr seid alle schlecht. Ich bin der Gangster hier in der Hood. Jetzt bin ich ja der Herr der Wege. Okay, Glück gehabt. Haviland ist für immer unser Freund. Was ist denn hier passiert? Das ist ja ein Leichenschauhaus. Das machen wir gleich mal zu. Und hier. Hier sind noch ganz viele. Oh, hier ist wohl eine Granate reingefallen. Ach, hallo Flower, schön dich zu sehen. So, wir lassen dich mal wieder in Frieden. Hey, was soll denn das hier? Schlägereien auf dem Kinderhof werden aber nicht mit Schwertern, sondern mit Fäusten geregelt. Das müssen wir nochmal üben. Ja, ich glaube, einer von den beiden ist. Oder der eine, der nicht hier ist. Nee, eindeutig. Moment, wer ist denn nicht hier? Ice-Teddy ist da, haben wir dann Cell. Cell-Trubis. Also, wenn der nicht Traitor ist, dann weiß ich auch nicht. Versteckt er sich hier? Oh! Oh, Glück gehabt. Ich hab ihn, ich hab das Versteckenspielen gewonnen. Bin ich jetzt cool? Absolut. Was frage ich eigentlich? Natürlich bin ich cool. Ich hab einfach das Versteckspiel gewonnen. Und das kann ja nur einer, logischerweise. Danke. So, dann gehen wir uns mal unsere Prämie abholen. Die soll hier unten nämlich im Lager eingelagert sein. Genau, dir gehört sie nämlich nicht. Deswegen gehst du mal jetzt ganz schnell. Dankeschön. Und wir sind ein Traitor. Ich meinte ein unschuldiger Mitbürger. So nennt man das ja. Ach, und die kloppen sich hier mal wieder. Kommt. Ich setze mich mal ein bisschen. Oha. Badu, bidu, bidu. Bidu, bidu, bidu. Bidu, bidu, bidu. Komm, Flower. Ja, ja, ja. Komm, hier, komm. Ja, Stinkelberg. Stinkelberg. Alles auf Band. Jetzt wird erpresst. 30.000 Euro oder es wird veröffentlicht. So, da hat sie die Wahl. 30.000 Euro ist doch eine gute Zahl. Also, besser als 30.000 und 1 Euro. 5 Minuten Zeit, dich zu entscheiden haste. So viel Toleranz gebe ich dir noch. Immer ein niedriges Zeitlimit setzen, damit die Qual der Wahl... Haha, meins, kann ich später zahlen. Wann ist später? Das möchte ich mal wissen. Lol. Ist sie gerade runtergefallen? Ah, yo. Ah, yo. Also das eben. Yo. Okay. Nein, komm, Hilfe. Hilfe. Ja, danke, ihr habt heute einfach mal nicht Müll gebaut, danke. Ja, gut, das eben war vielleicht doch ein bisschen peinlicher als das dort vorne. 60.000, wenn die beiden Szenen nicht rein sollen. So macht man Business, Freunde. Einfach schon mal vorsorgen. So macht man wirklich mit YouTube-Geld. Nicht durch die Werbeeinnahmen, sondern mit anderen Business-Plänen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Und da eine Minute Zeit noch. Es waren keine 5 Minuten, aber es ist mir auch egal.
Denn wenn sie sich jetzt nicht entscheidet, muss ich die 10 leider reinschreiben. Geht auf 6. Moment. Plus. So. Claro. Das ist überhaupt kein Problem, wenn die mir die anderen restlichen Euros noch zuschickt. Das ist gut. PayPal? Nee, nix da. So, die Minute ist leider rum. Ich habe hier mal auf mein PayPal geguckt. Tja, also da ist eh 1 Cent zu wenig, aber auf meinem PayPal-Account ist leider nichts angekommen. Tut mir leid, da muss ich die 10 leider veröffentlichen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.